Wann kommt die Web-App? Eine so schöne Frage. Ich und meine Mods lieben diese Fragen ungefähr in dieser Phase. Aber das Schöne ist, in diesem Jahr hat ein Community-Manager in EA Forum jetzt schon das Datum bekannt gegeben. Man muss diese Frage nicht mehr stellen. Diese Informationen und weitere Termine jetzt hier in diesem Video. Für alle Ultimate-Team-Spieler ist natürlich die Web-App was ganz Wichtiges, denn da kann man schon anfangen loszulegen, vor allem die, die traden wollen und Coins generieren möchten, ist das eine sehr wichtige Information heute mit der Web-App, aber auch die Companion-App. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich gerne dieses Video nutzen und eine Sache nochmal ansprechen, das in den letzten Tagen sehr interessant geworden ist und gestern im Stream bei Twitch auch nochmal ein bisschen spannender, nämlich folgendermaßen, liebe Freunde. Es geht um dieses Pop-up, was bei FUT22 kam, was ihr bestimmt auch schon gesehen habt, wenn ihr noch reingegangen seid. Ich weiß ja nicht, ob ihr noch zurzeit spielt oder nicht. Manche spielen ja mittlerweile wieder ein bisschen mehr, weil der Hype auf FIFA 23 da ist. Und ich war länger nicht mehr auf meinem Main-Account, bin dann jetzt draufgegangen. Da kam das Pop-up gestern im Stream und da ist mir aufgefallen, oh, da steht ja was ganz Interessantes. Denn vor kurzem wurde ja geleakt oder das Gerücht verbreitet, dass die Weekend League jetzt Koop-tauglich ist. Und es steht ganz unten in dem Satz, zum Start von FIFA 23 wird auch ein neues Wettkampferlebnis in FUT Champions beginnen. Wir freuen uns da schon darauf, dich dort begrüßen zu können. Wir sind sehr gespannt. Oder wir haben gestern, sagen wir mal so, im Stream sehr viel diskutiert. Bedeutet neues nur, ja, es geht alles von vorne los, neuer Kampf, neuer bla 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 Gedönse. Oder wird hiermit bestätigt, dass wirklich Koop kommt, vielleicht neue Reruns, vielleicht neue Möglichkeiten. Weil viele fragen mich ja, warum gibt es denn aktuell eigentlich noch gar keine Pitch Notes zu FUT Champions? Ich kann es euch nicht sagen. Division Rivals konnten wir in der Closed Beta spielen, aber da war alles so wie immer, also wie bei FIFA 22. Zum ersten Mal seit Jahren konnten wir aber in der Closed Beta nicht die Weekend League spielen. Sonst war es immer so, alle 3 Tage gab es eine kurze Weekend League, um das alles zu testen mit den Rewards und so weiter, dass alles funktioniert, dass man EA Feedback geben kann. In diesem Jahr war die komplett gesperrt, vielleicht um eben Leaks zu vermeiden, vielleicht passiert da wirklich was Spannendes, vielleicht hebt sich EA wirklich nochmal so eine krasse Information bis zum Ende. Ein Beispiel habe ich zur letzten Jahr. Ich habe die Closed Beta gespielt, sehr viel schon in Erfahrung bringen können. Plötzlich schmeiße ich den Stream an mit der Vollversion, ja, vorab, ja, durften wir Content Creator ja schon streamen. Plötzlich kommt da diese mega geile Anfangssequenz. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, wo ich selbst so wow war. Und vielleicht will uns EA auch in diesem Jahr wieder ein bisschen positiv gesehen hops nehmen. Mit einem neuen coolen FUT Champions Neuheiten. Koop würde ich mega feiern. Kommt bei Twitch auf jeden Fall vorbei. Ich und mein Kumpel und mein Mod Marc wollen jetzt zusammen einen FUT-Account ein bisschen managen und Koop viel spielen. Gibt viele Lacher, gibt viele Rager, gibt viel Spaß. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Und geölt wird definitiv auch. Also, wenn ihr Bock habt, kommt da vorbei. Und wenn es dann eine Weekend League Koop geben sollte, Junge, wird das legendär. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet, was ihr glaubt, ob dieses übertrieben ist von EA mit neues Wettkampferlebnis oder ob das ein guter Hinweis ist. Kommen wir jetzt zur Thematik zu diesem Video, nämlich es geht um die Web-App, liebe Freunde, und es gibt jetzt offizielle Informationen. Erste Information ist, bei FIFA 22 die Companion-App und Web-App gehen am 16. September down. Das ist eine wichtige Information, weil dann kannst du nicht mehr erstmal deinen FUT22-Account managen über Tablet, Browser und Handy. Das muss EA machen, weil sie müssen ja die neue Datenbank aktualisieren, alles, das ganze System auf FIFA 23 umswitchen, deswegen muss die erstmal down gehen. Aber keine Sorge, du kannst natürlich weiterhin ganz normal in der Vollversion, also auf deiner Konsole oder PC-Plattform eben weiterhin FUT 22 spielen. Es ist ja erstaunlich, die letzte Weekend League ist ja erst am 24. September, also recht spät. Früher war das immer früher aus. Und ich glaube auch, dass ja die Saisonaufgaben noch recht lange gehen und Playoffs kann man auch bis zum 28. September spielen. Was mich ein bisschen wundert, was bringen die Playoffs nach der letzten Weekend League? Aber so habe ich es gelesen. Es geht also ganz normal weiter, nur eben die ganzen Mobile-Sachen und so weiter sind down. Damit ist nicht FIFA Mobile gemeint, Leute, falls ihr FIFA Mobile-Spieler sind. Und wir hatten ja schon das bisschen angesprochen, das Gerücht oder beziehungsweise die Idee, warum kommt EA Play 10-Stunden-Version diesmal ganz anders als früher. Also eine Woche kam es immer früher, jetzt kommt es ja fast zur Ultimate Edition, ja.
Da haben wir uns gedacht, okay, das liegt wahrscheinlich daran, dass EA wieder die Web-App pushen will. Und es sieht wohl wirklich danach aus, denn die Web-App kommt am Mittwoch, dem 21. September. Offizielles Datum, Uhrzeit kann ich euch leider nicht sagen. Das wird wieder so zwischen 16 und 19 Uhr sein. Dann werden die Server wieder komplett im Loch sein, weil jeder will loslegen, schon Coins generieren, ne, Trader. Manche Trader rocken da 24, 48 Stunden durch, Leute, und haben dann, bevor die Vollversion rauskommt, schon ihre 500.000 Coins generiert, wo ich mir denke, what the fuck, was geht hier ab schon wieder, ne, also da gibt's wirklich so Leute. Und die Server sind immer lange down. Ich kann mich noch erinnern, vor 2 Jahren oder so, oder 3 Jahren, wo noch nicht ich die EA-Play-Phase spielen konnte oder noch nicht von EA einen Code bekommen habe, als Creator schon vorab zu streamen. Da habe ich, glaube ich, kam die um 16 Uhr und ich glaube, ich war so um 23 Uhr, schieß mich tot, endlich drauf. Also das weiß ich nicht, wie es laufen wird. Merkt euch aber auf jeden Fall, Mittwoch, den 21. September, die Web-App am Start. Und natürlich darf auch das Handy nicht fehlen. Die Companion-App, Leute, kommt am 22. September, an dem Donnerstag. Handy-User werden immer größer, werden immer wichtiger. Und da ist natürlich wichtig, dass du natürlich auch übers Handy dein Food-Account managen kannst. Wichtig für alle Neulinge da draußen. Ich denke, die schon lange dabei sind, die werden das auch wissen. Wenn du zum ersten Mal dabei bist bei Ultimate Team mit FIFA 23 und willst direkt am Mittwoch oder am Donnerstag, 21. 22. September, gern die Web-App nutzen. Du brauchst einen Account bei Food22, weil sonst geht das nicht, ja. Du kannst auch nicht die FIFA-Points übertragen während der Phase. FIFA-Points kann man erst übertragen, wenn man auf seiner Plattform in die Vollversion in Food reingeht. Dann bitte aufpassen, den Text ordentlich lesen, weil EA wird dann da fragen, willst du deine FIFA Points übertragen, falls du jemand bist. Ich finde es wichtig zu erwähnen, auch wenn wir viele von uns natürlich sagen, FIFA Points sind so. Aber es ist wichtig zu erwähnen, dass ihr einfach Bescheid wisst. Und wenn du keinen Food22 Account erstellt hast, du musst auch nicht viel gespielt haben, du musst ihn nur erstellt haben und dann mit den Daten dich an der Web-App anmeldest, dann kannst du erst am 21. oder 22. anfangen. Ansonsten musst du auf die Vollversion eben warten, bis du da in Food reingehst. Ganz wichtige Information, finde ich. Und jetzt habe ich noch die Termine für euch in Übersicht und die sehen jetzt so aus. Am 16. September, so wie schon erwähnt, gibt es also das Offline-Stellen von der Food22 Web-App. Am 21. September geht's los mit der Food23 Web-App. Ja, also die wird dann am Start kommen und man kann dann loslegen. Uhrzeit kann ich euch leider nicht sagen, bitte nicht fragen, auch nicht in Streams, ich weiß es einfach nicht. Muss man sich einfach so ein bisschen ausmalen, ja? So, dann am 22. September kommt die Companion-App, auch sehr, sehr geil. Früher, vor vielen Jahren oder vor 3, 4 Jahren kam die Web-App, die Companion-App immer, ja, Wochen später, nachdem alles schon raus war. Jetzt hat es schon sehr gut, jetzt EA seit ein paar Jahren, dass es auch gleich kommt. Dann eine Information, die natürlich nicht von EA ist, sondern von meiner Seite aus. Aber das soll nur schon mal so eine Anmerkung sein, ist nichts Offizielles. Aber falls ihr Bock habt und schon ein bisschen die Vollversion sehen wollt, eventuell, nur eventuell, alle Angaben ohne Gewähr, sage ich mal, könnten wir eventuell bei Twitch schon am 24. September, den Samstag, streamen, also ich. Und wenn ihr Bock habt, kommt da vorbei. Link in der Videobeschreibung zu Twitch. Ist aber noch nicht offiziell, ja. Deswegen, ich sag euch über meine Social Media Bescheid, ob das dann bestätigt wird von EA, beziehungsweise ob dazu was kommen wird. Merkt es euch auf jeden Fall, kommt vorbei. Und es ist aktuell, falls ihr Lust habt, mich zu supporten, September. Das bedeutet, ein Sub, was da ja ein bisschen was kostet, ist saugünstig, wenn ihr neu dabei seid. Also nur mal kurz so ein bisschen Schleichwerbung. Ah, müsst nicht. Ich will nur, dass ihr Bescheid wisst, dass das so passieren könnte. Und dann wieder offiziell von EA am 27. September. EA Play, die 10-Stunden-Phase und die Ultimate Edition. Vorab möchte ich eine Sache sagen. EA sagt halt offiziell, dass die EA Play 10 Stunden am 27. September kommt, aber mir haben schon viele geschrieben, deswegen will ich auch wichtig erwähnen, es gibt manche bei Origin, also bei PC-Version, aber auch beim PlayStation Store, dass die EA Play Phase am 26. September anscheinend um 16 Uhr freigeschaltet wird. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig, seid bitte auch bei den PlayStation-Angaben so vorsichtig, man weiß es nicht, es kann sein, dass EA da vielleicht falsche Angaben gemacht hat, dass dann ihr euch wundert, warum geht's nicht los, oder es kann da losgehen. Offiziell 27. September, mit etwas Glück am 26. September ab 16 Uhr.
Ich wünsche es mir für euch, weil das Warten hat jetzt lang genug gedauert. Es soll ja nicht nur ich zocken, sondern ihr alle sollt zocken können. Also ich hoffe, dass der 26. September, wie die Angaben da sind, eher stimmt, aber offiziell von EA. So, ja, und dann eben die Ultimate Edition hat dann eh jeder am 27. September, der sie natürlich geholt hat. Und wer die Standard Edition noch geholt hat, der kann sich freuen. Denn am 3. September geht's los. Freuen weiß ich nicht, ist nämlich der letzte. Und der 3. September, Leute, da gibt's auch wieder einen großen Stream. Am diesem Wochenende werde nämlich ich und mein Mod, Leute, einen gefakten, wie wir so schön sagen, 72-Stunden-Stream machen. Also sozusagen Freitag den ganzen Tag streamen, Samstag den ganzen Tag streamen und Sonntag den ganzen Tag streamen, aber halt nicht nachts. Also wenn ihr richtig XXL-Streams sehen wollt, Freitag, Samstag und Sonntag, das wird richtig legendär. Ich sag das euch, kommt da auf jeden Fall vorbei, wenn ihr Bock habt. Ja, ich habe da jetzt heute ein bisschen mehr Schleichwerbung über meine Streams gemacht, weil es ist heute ein Terminstream, ja. Und da dachte ich mir, da kann man auch die Termine der Streams noch ein bisschen rausballern. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht ganz so übel. Lasst einen Daumen trotzdem nach oben da. Ihr seid jetzt informiert hoffentlich. Weitere First-Look-Videos gibt es natürlich auch noch auf diesem Kanal. Deswegen abonnieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns bei weiteren Videos. Macht's gut. Ciao.